Reihe 29 und ratet mal, ja, wir starten mit 8 Luftmaschinen. 5, 6, 7, 8. Überraschung, Überraschung. 4 Stäbchen durch die erste Lücke. 2 Luftmaschen. 4 Stäbchen durch die nächste Lücke. 2 Luftmaschen. 4 Stäbchen durch die nächste Lücke. 2 Luftmaschen, 4 Stäbchen am Anfang der Luftmaschenkette, 6 Luftmaschen, 3, 4, 5, 6 und bei dem Kopf überspringen wir die ersten beiden Maschen und stechen in die dritte Masche ein und häkeln 8 feste Maschen. 1, 2, 3, 4 bis zur Mitte, 5, 6, 7, und 6 Luftmaschen, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wir häkeln 4 Stäbchen am Ende der Luftmaschenkette. Und 2 Luftmaschen und immer 4 Stäbchen durch die nächste Lücke. Nein, hier fehlt was. Bis zum nächsten Totenkopf. Ihr kennt das ja schon. Lücken auffüllen mit Blöcken. Fehlt hier eins? Ich habe mal das Gefühl, mir fehlt hier ein Faden. Aber lieber einmal mehr häkeln, als das Fäden fehlen.
Und wir sind beim Totenkopf angekommen und häkeln einen Block vier Stäbchen am Anfang der Luftmaschenkette. Sechs Luftmaschen, 3, 4, 5, 6. Und hier oben am Kopf zwei Maschen überspringen, durch die dritte einstechen. Und 8 feste Maschen häkeln. 3, 4 bis zur Mitte, genau. 5, 6, 7, 8. 6 Luftmaschen. 3, 4, 5, 6. Am Ende der Luftmaschenkette 4 Stäbchen häkeln. Zwei Luftmaschen, 4 Stäbchen durch die nächste Lücke. 2 Luftmaschen, 4 Stäbchen durch die nächste Lücke. 2 Luftmaschen und 4 Stäbchen durch die letzte Lücke. Zwei Luftmaschen und ein dreifaches Stäbchen. Und das war Reihe 28.